sind die Damen dann. Jetzt habe ich das Vergnügen, mit Isabel Hertwisch zu reden. Neuzugang bei Rosenheim aus der Dynastie von Uschi und Thomas Hertwisch, bekannter bayerischer, sagen wir. Das ist ein Stall von toller Badmintonspieler. Und jetzt haben wir die Isabel dabei. Isabel, neu in Rosenheim, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Schön hier, ja. Okay. Du bist Nationalspielerin, jetzt aufgestiegen in der Nationalmannschaft. Wie geht es dir jetzt als deutsche Nationalspielerin? Ja, ist ja schön. Also ich trainiere jetzt seit einem Jahr in Mülheim, eben am Damenstützpunkt. Und ja, es macht auf jeden Fall noch Spaß. Es ist anstrengend, es ist ein bisschen was, also es ist anders als davor, klar, aber macht auf jeden Fall total Spaß. Und ja, ich hoffe, ich kann da noch ein paar Jährchen weiter trainieren. Ich meine, sie hat ein schönes Lächeln, hat sehr viel Freude im Badminton. Das, was wir wollen als Badminton-Fanatiker, wir wollen sehen, dass unsere Spieler zufrieden sind. Was musst du dann tun, Isabel, in die Zukunft, um dein Spiel nochmal zu verbessern, zu steigern? Was hast du dann vor? Ach, da gibt es noch ganz viele individuelle Sachen, die man noch, also an Technik, an Taktik verbessern kann. Und es ist auf jeden Fall auch noch die Erfahrung, die mir halt, also auch den Großen gegenüber halt noch fehlt, aber ja, dafür trainiere ich ja und spiele ich noch ein bisschen weiterhin. Und klar, auch Kraft und Fitness kann man auch noch einiges machen. Gibt noch viel zu tun. Ja. Du bist jetzt, wie gesagt, du spielst jetzt internationale Turniere, du siehst die Top-Spielerinnen. Gibt es irgendwelche Spiele, wo du sagst, das ist für mich so eine Art Vorbild oder dich beeindruckt hat, wo du sagst, da, wenn ich da hinkomme, bin ich zufrieden? Ja, also klar, wir waren jetzt im Mai mit in China bei der WM und das war schon krass, die da spielen zu sehen, schon echt was ganz anderes. Aber was mich auch, oder wer mich eben auch beeindruckt, ist eben Birgit Michels, weil es auch im Training, sie ist immer, hat immer ein Lachen auf den Lippen und hat einfach, also man sieht ihr einfach den Spaß am Badminton an und das, ja, wenn ich das auch schaffe und das im Spiel auch so beibehalten kann, hätte ich, ja, das würde mich freuen. Okay, so wir sehen, man geht nach Asien, man sieht einfach die Top-Chinesinnen, die spielen, aber deutsche Freude an Birgit Michels, die lacht und so. Also Isabel möchte einfach diese europäische Freude im Spiel noch beibehalten und genauso effektiv sein wie die Chinesen. Was machen denn die Chinesen besser in Damen, Doppel und Mix als wir? Ja, also wir haben ja in China gegen das erste chinesische Doppel gespielt und da sieht man schon, also dass die schon fast so aussehen wie Männer. Also sie sind einfach sehr, ja, sind einfach sehr kräftig und Fitness und also ja, körperlich uns auch total überlegen gewesen. Und natürlich, die haben Kraft, sind schnell und ja, haben auch das richtige Händchen dazu. Also ja, die haben schon ein bisschen im Blut. Aber ich meine, okay, man kann trotzdem Spaß und Freude haben und trotzdem nicht so wie Männer ausschauen und trotzdem gut sein. So müsst du jetzt mehr an deine Kraft und an Schnelligkeit arbeiten oder ist es mehr im Bereich Technik, wo du dich verbessern musst? Ich meine, es gibt viel zu verbessern, aber wo siehst du den Schwerpunkt? Ja, also ich denke, erstmal ist es bei mir auch noch Technik und Taktik, wo es einfach fehlt und wenn das dann so ein bisschen ja, gefestigt eben ist, dann kann man auch richtig an Fitness und Kraft dann arbeiten, das, was dann eben auch noch zu den Chinesen fehlt oder wo dann einfach auch noch das fehlt, um eben so ein Weltklasse-Match drei Sätze lang durchzuspielen. Ja. Jetzt in Rosenheim wirst du mitspielen mit Peter Käsbauer, das normalerweise mit Marc Schwengler gespielt. Gibt es da Unterschiede oder ist es fast für dich als guter Mitspieler, egal mit wem du spielst, oder siehst du da irgendwelche Unterschiede? Musst du dich da anpassen? Ja, klar wird es auf jeden Fall irgendwie anders sein als mit Max, das ist eigentlich normal, aber ich denke, wir werden uns da ganz normal reinfuchsen, werden ein paar Mal zusammen trainieren und dann ein paar Spiele machen und dann wird es auch klappen. Also ich hatte bisher eigentlich noch nie Probleme mit irgendwelchen Mixtern, deswegen bin ich da guter Dinge, dass es auch klappt. Okay, du bist jetzt neu in Rosenheim. Warum bist du überhaupt zu Rosenheim gekommen? Was war der Reiz dann? Ja, also mir gefällt auf jeden Fall die Mentalität hier, also auch, dass der Nachwuchsbereich so gefördert wird und dass der Manni eben hier alles macht, finde ich gut. Und ja, ich kenne die Jungs jetzt halt schon länger und ja, ich finde es eben auch schön, in einem Team zu spielen, wo man auch Deutsch reden kann, wo eben nicht so viele Ausländer sind und ja, natürlich wieder in Bayern zurück ist natürlich auch schön. Was sagen die Eltern zu deinen Erfolgen? Ich meine, die sind Badminton-Fanatiker. Was sagen die, wenn du nach Hause kommst? Ja, also wenn ich nach Hause komme, freuen sie sich erstmal, dass ich mal wieder da bin, natürlich. Und ja, also sie stehen zu 100% hinter mir. Die sind, ja, die freuen sich jedes Mal mit und verfolgen den Livescore im Internet und den Livestream, wenn es den gibt und rufen nach jedem Spiel an, wie es war. Und ja, sind total dabei und sind total begeistert, ja.
Also Spannung und Begeisterung bei der Familie Hertwig. Also Isabel, bedanke mich und wir freuen uns auf dein Spiel, dein Beitrag zu Rosenheim wird bestimmt groß sein und ich bin mir sicher, dass dein Bilanz in der kommenden Saison besser sein wird, als du dir vorstellst. Danke.